Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Attila Total War mit den Franken auf der Stufe Schwer mit Don Firenze und wir spielen Folge 20. Ja, wir haben ja gerade ein Bündnis mit den Warnen ausgehandelt, was mich besonders freut. Und ich bin der Meinung, wir sollten hier nochmal ein bisschen in Schiffe investieren. Mehr Schiffe für den Stamm rekrutieren. Vielleicht mal so drei und die dann darunter bringen in Stellung, weil hier unten ja immer sehr viel los ist. Des Weiteren glaube ich, dass wir hier jetzt, dadurch, dass die Warnen ja relativ besänftigt sind, werde ich auch hier nochmal ein paar Einheiten ausheben. 16. Genau. Und auch diese Armee hier würde ich, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie es hier mit den Langobarden steht. Langobarden, militärischen Zugang, Alemannen, militärischen Zugang, ja, das passt. Ich bin geneigt, die hier mal abzuziehen und schnellen Fußes hier runter zu bewegen. Habt ihr noch weitere Befehle? Ja, und ansonsten müssen wir mal einfach schauen, was so passiert. Wie kann ich euch? Und dazu weisen wir diesen Charakteren hier noch eine Fähigkeit zu. Ich erwarte eure Befehle. So, okay. Dann noch was. Wir müssen hier nochmal reingucken. Ja, der soll aufsteigen. Der soll ruhig mal hier reingehen, der Reine. Elmerich. Teudemer. Na gut, dann beenden wir mal die Runde und schauen, was passiert. Ich werde mich jetzt im Prinzip mit meinen ganzen Armeen voll um Frankreich kümmern, das spätere Frankreich, und mir das auch wieder einverleiben. Ja, ist ja gut. Komm, mach schneller. Das ist eine versprengte Einheit der Kaledonier. Genau für sowas brauche ich meine Flotte da unten, um denen dann noch gar den Gar auszumachen, wie es so schön heißt. Das hier gefällt mir auch nicht so sonderlich. Auch deshalb werden wir meine Nordarmeen runterziehen. Ich werde vielleicht die kleine, die in der Bretagne liegt oder steht, nach oben ziehen. So, das war hier. So, da sind alle Bezeugungen durchgegangen. Mach mal. Gucken wir mal, was rauskommt. Jawohl. Die ist schon mal weg. Wie kann ich euch? Ja, geh du mal ruhig hier runter, dass wir sehen, was los ist. Gehst mal hier hin. Gehst mal hier hin. So. Die sollen hier runterziehen. Die gehen auch schon mal hier rein.
Dort werden sie sich noch ein paar Pferde zulegen, und zwar von denen hier. Zwei Stück, würde ich sagen. Und... oh, dann sollen die sich ruhig nochmal hier so eine Einheit holen. Oder? Nee, das sind zu viele Nahkämpfer, oder? Ah, oh, lassen wir es mal... lieber noch ein paar Speere. Und im Gegenzug dazu ziehen wir diese kleine Einheit nach hier. Genau, perfekt. Ja. Was haben wir hier? Minus 5. Mal kurz gucken. Corridium. Sollen die mal ruhig hier reingehen? Beziehungsweise. Brauchen wir die hier? Hm, man weiß es nicht. Ja, ich würde die nochmal lassen. Das ist der Admiral, der braucht die Flotte. Sehr schön. Gut. Kann man noch einen Erlass erteilen? Da würde ich mal Rekrutierungsplätze hochheben. Alles klar. Dann machen wir mal weiter. Ich muss mal kurz auf meine Ziele gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Ich glaube, die rinnt mir gerade so ein bisschen durch die Finger. Aber ich möchte lieber mit langsamen, guten, durchdachten Schritten vorgehen. Um dann da hinten ein für alle Mal für Ruhe zu sorgen. Das wäre schon nicht so verkehrt. Ja, komm du nur. Und nichts nutz. Okay. Das hier ist die ganz krass gute Armee. Lasst uns mal kurz überlegen, wie machen wir das am dümmsten? Da sollen die mal hier rüber gehen. Ihr geht mal hier rein. Moment. Oh ja, der ist behindert den Fortschritt. Machen wir mal Attentat. Willkommenes Scheitern, okay. Ich nehme einen Kopf mit nach Hause für meine Kinder. Jetzt wird es langsam zur Gewohnheit, oder was? Naja, einen haben wir noch. Sich über sie legen. Jawohl, weg ist er. Ja. Mal pressen. Fremde Siedlung, das ist auch nicht schlecht. Okay, okay. Dann haben wir das hier gemacht. Da müssen wir jetzt nur noch die hier mal runterziehen. Ihr geht hier rein. Die Flotte ziehen wir mal nach hier unten. Jawohl. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert.
sollen sie kommen. Bin da eigentlich ganz guter Zuversicht. Zur Not hole ich mir da noch ein paar Söldner. Krieger! Mhm. Ja. Die kommen eigentlich auch schnell darüber. Die Frage ist, ziehe ich sie schon darüber? Ich sehne mich nach einem Kampf. Wir haben jetzt Herbst. Lasst uns doch einfach mal so machen. Gehen wir mit unseren Agenten mal ein bisschen voran. Ich bewege mich unbemerkt. Blut und Ruhm. Armee unterstützen. Das ist unser Held aus dem Erdbeerfeld. Ruf zu den Waffen. So, alles klar. Ich sehne mich nach einem Kampf. Genau. Hier haben wir jetzt erstmal Ruhe, wie es scheint. Ich erwarte eure Befehle. Nachtsieger, Herden. Und die sollen da mal reingehen. Perfekt. Jetzt haben wir einen schönen Gürtel gezogen. Gucken wir mal, ob wir mit den Galliern einen Frieden kriegen. Das Volk wird sich das, was ich. Nicht, okay. Ja, Makromannen. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich habe gutes Bier. Sollen wir nur gucken, gegen wen führen die Krieg? Gegen die Hunnen und gegen das Weströmische Reich. Mit den Langobarden sind sie verbündet und den Alemannen auch. Komm, dann bieten wir denen willkommen. Doch einfach mal. Wir werden reden und dann speisen, bis uns die Bäuche rumoren und uns die Allerwertesten wehtun. Ja, das ist mir noch zu dürftig. Zahlungen anbieten. Das wäre es mir wert. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten. Langobarden. Ihr ehrt uns, wenn wir fertig. Alemannen. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch. Okay, die wollen alle nicht. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Ziele. Hier hinten. Naja, habe ich schon noch ein bisschen Zeit. 10 Runden oder 10 Jahre A4 sind 40 Runden. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Mir fehlt jetzt hier auch nur noch 5000. Germanien, da versuche ich dann eben entsprechend die zu überzeugen. Und ansonsten nehme ich jetzt erstmal Frankreich ein. Das sind alleine, wenn ich jetzt die hier wieder aufbauen sollte, 1, 2, 3, 4, dann bin ich bei 26, 5, 27, 28, 29, 30. Dann habe ich diese Zahl auch erfüllt. Jo, ich bin da, denke ich, wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind da auf einem guten Weg. Für den Stamm. So, ich möchte jetzt bewusst nichts bauen. Mal hier noch vielleicht eine Reiterei. Ne, das bringt nicht viel. Ich erwarte eure Befehle. Machen wir einfach mal eine Runde weiter, sobald wir hier diesem Charakter etwas zugewinnen. Was ist das denn? Statthalter? Rekrutierungskosten, Chance auf Erkennung, Kampagnenkarte. So, jawohl. Wie kann ich euch helfen? Sehr schön. Da kann kommen, was mag in meinen Augen.
weil zur Not verschiebe ich hier immer wieder so rüber und rüber. Die Städte sind absolut safe. Ich hole jetzt meine Flotte runter, vielleicht, dass ich die Militärpiers da unten noch ein bisschen ausbaue und meine Flotte noch etwas erweitere. Die Kaledonia. Okay, der kleine Sauhund will es tatsächlich wissen. Das wird er jetzt gleich schmerzlich bereuen, denn ich habe ja da auch ein paar Einheiten, so ist das ja nicht. Hier unten kommt der Gagagagagallier. Das gestohlene Schwert, Untertan-Nebelung, Schwert dessen Stolzes und doch sagen, der Sohn eures Bruders behauptet, er habe sein Schwert gestohlen. Der Sohn eures Bruders behauptet, ein anderer. Jetzt ist die Frage, ich glaube, hier habe ich doch angefangen, Militärpiers zu bauen, oder? Irgendwo habe ich Militärpiers am Start. Brunnen. Bereit zum Kampf. Hier unten ist es, genau. Militärhafen. Da sollte er jetzt erstmal hinfahren. Segeln, rudern, was auch immer. Dieser General. Da kommt da jetzt erstmal was dazu, das ist schön. Für den Stamm! Für den Stamm! Krieger, in den Kampf! Bewegt euch! Ich erwarte eure Befehle. Tschuck, 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 tschuck. 15. So, und da können jetzt unsere Horden mal zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Und dann werden wir die vernichten schlagen, dessen bin ich mir sicher. Was hat er da eigentlich? Naja, ein paar Schildträger, im Prinzip das gleiche wie ich, so ein paar Heerbanner, viele Speere, wenig Nahkampfeinheiten. Ja, trocken, Aufstellung starten. Finde ich gut. Im Grunde kann man sich überlegen, ob man hier drüber kommt. Das tut man wahrscheinlich nicht. Wir können ein kleines Umfassungsmanöver starten natürlich. Mit unseren Pferden. Speerkämpfer! Hört man Äxte! Zum Kampf bereit! Mitgeschossen, bewaffnete Krieger! Gefecht starten. Dann wollen wir mal schauen. Ich muss mal kurz was gucken. Grafik, Spieleinstellungen, Gefechtsoberfläche, Markierung, Einheiten, Tooltip. Okay. Ne.
So, da hinten ist er scheinbar. Dann können diese Pferde jetzt mal da hinten hin. Der Feind kommt näher! Ja, soll er doch. Wir hungern nach Blut und Kampf! Leo! Werfel! Bewegt euch! Bewegt euch! Vorwärts! Bewegung! Okay, schauen wir mal, was hier so passiert. Können die hier schon was treffen? Noch nicht ganz. Wie ihr sagt, wir sind in einen Hinterhalt geraten. Unsere Sperre sind die euren. Schauen wir mal, was die hier drauf haben. Die sollen wir hier reinpreschen. Unser General wird angegriffen! Beschützt sein Leben! Okay, jetzt kommt die Reiterei. Schön, um nicht zu sagen von hinten. Und da schön hinten reinfetzen jetzt. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Die sollen schön da oben reinreiten. Befehle! Töten Sie! Bereit, loszureiten! Die Kämpfer sind bereit! Adlige! Was ist das hier? Okay. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Okay.
zerstreut sie. Sperrkämpfer, bereit zum Kampf! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten! Okay, die fliehen jetzt definitiv. Ihr habt Sieg! Das ist euer Tag! Ja, ich glaube. Gefecht beenden. Können wir jetzt getrost drücken. Die Armee sollte vernichtet sein. Damit haben wir den Sueben dann doch ganz schön den Zahn gezogen da hinten. Ja, genau. Jawoll. Und stirb. Krieger! Nachzügler werden zurückgelassen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Könnt ihr auch wieder zurück. Ich erwarte eure Befehle. Hier können wir die Söldner wieder rausschmeißen. Klar. Brauchen wir natürlich nicht. Was kann ich noch tun? Der Schatten ist mein Freund. Aha. Ah, das ist nur ein Zweier. Wie kann ich das bringt uns nichts. Der da ist vielleicht nicht der Schlechteste. Hab die Arbeit. Ich könnte noch etwas tun. General Camulus. Attentat ausführen. Ich werde sie zu ihren Ahnen bringen. Ich werde ihnen ein Ende setzen. Okay. Hier sind auch nochmal eine dicke Sueben-Armee plus die Ebdani. Sind natürlich jetzt nicht so knorke. Die Ebdani, die kommen von da unten immer raufgekreucht. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja, da sollen die ruhig mal kommen. Da bin ich relativ entspannt. Das muss man echt so sagen. Dann schauen wir einfach mal, was passiert. Krieger! Keine Gefangenen, alles klar. Errungenschaft freigeschaltet. Ich denke mal, wenn diese Runde oder ja, dieser Lauf vorbei ist, werde ich diese Folge an dieser Stelle auch beenden und hoffe, es hat euch natürlich Spaß gemacht. Da kommt jetzt doch einer aus seinem Versteck raus. Oh, okay. Der ist verwundet worden. Ey, was hat der Suebe da für Einheiten? Das gibt's ja gar nicht. Schaut euch das an. Da oben eine Full-Stack-Armee weggemacht und hier kommen schon die nächsten zwei. Okay, der hat's tatsächlich geschafft, unseren Spionplatz zu machen, ne? Oder? Und zwar unseren Megaspion. Das nervt mich jetzt fast ein bisschen. Die Raben kommen. Ja. Aber so geht es, wenn man halt. Ja, schön. Dann steigt er hier auch mal auf. Attentat ausführen. So. Dann können wir hier ein paar Einheitchen aufrüsten. Das Doofe ist, die werden jetzt natürlich abhauen. Das ist echt ultra gemein. Ziehen wir die mal hier runter.
Halt. Auch die hier sollten wir hochrüsten. Flotte bereit. Artillerietrupp. Wie weit kommen die? Geschossschaden, Geschwindigkeit, Munition. Wo haben wir denn Reichweite? Geschossschaden. Artillerietrupp. Die Flotte wird Machen wir mal noch eine. Okay, ich würde Folgendes vorschlagen. Mit denen hier gehen wir darüber. Mit denen gehen wir hier runter. So. Mit denen gehen wir wieder nach Hause. Mit denen gehen wir in diese Stadt. Da werden die dann schon wieder hochgepäppelt. Und mit der Einheit hier bleibt uns jetzt wohl nichts anderes übrig, als sie wieder über die Grenzen zu scheuchen. Oh, nee, die fliehen sogar gar nicht. Ja, dann werde ich euch das doch noch in dieser Folge zeigen. Zwei schöne Schlachten, wie ich hoffe. Wir werden sie jetzt nacheinander in die Knie zwingen. Das ist jedenfalls meine große Hoffnung. Nein, ich warte auf trockenes Wetter. Jo, Aufstellung starten. Die haben sich da so ein bisschen eingeigelt, die Jungs. Das dürfen die natürlich auch. Warum dürft ihr da nicht vor? Alles klar, so. Helfer! Wir hungern nach Blut und Kampf! Jo. Über den man über unsere Lebzeiten hinaus singen wird. Helfer! Vorwärts! Sie werden für uns bluten! Adlige! Bewegt euch! Kampfbereit und willig! Fränkische Lanzenträger! Wunderbar! Der Feind kommt näher! Euren Freiter! Umlage! Cool. Diese Türme sollten wir schnell ausschalten. Okay, das hat gesessen. Hier brennt die Palisade. Ihr Turm wurde zu Fall gebracht. Das sind gute Nachrichten.
So, jetzt gucken wir mal, wie da unsere reinspratteln. Sehr schön. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Bewegt euch! Kampfbereit! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Krieger wollen Blut! Verstanden. Unsere Männer haben sich neu gruppiert! So. Unser General wird angegriffen. Beschützt sein Leben. Krieger. Bergkämpfer. Zum Kampf bereit. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Angriff. Ja, Kampfkrieger. Zum Kampf bereit. Was gibt los? Den feindlichen Turm zerstört! Butako! So, es geht hier unten ab. So, okay, jetzt geht's ab. Adlige! Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Vorwärts! Herbandschwerter! Bergkämpfer! Adlige! Bergkämpfer! Rennt ihr!
ihr Verfluchten! Die Männer haben die Flucht ergriffen. Ein! Speere bereit! Die Männer verlieren ihre Entschlossenheit. Adlige! Bergkämpfer! Okay, da habe ich ganz schön auf die Phrase gekriegt. Sie werden für uns bluten. Ah! Erweckt euch! Herbandschwerter! Rückt aus, Siege! Der Tag gehört! Okay. Jo, das hat gesessen. Da habe ich doch einige Einheiten verloren. Mehr als mir vielleicht lieb war, aber gut, die waren halt eingeigelt. Die Türme haben da ganz schön zugelangt, glaube ich. Aber ich behaupte mal, er ist da auch nicht ganz so glücklich aus der Situation herausgekommen. Mein General hat es vor allem ausnahmsweise mal überlebt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ich kann mich auch noch gut zurückziehen, sodass ich habe nicht mal eine Einheit verloren. Das ist cool. Also gar nicht so schlecht gelaufen. Und ich bin demnächst natürlich auch wieder prepared. Was kann ich noch tun? Ah, hier haben wir doch noch einen. Sehr schön. Attentat ausführen. Ja, mach mal auch. Sie zu ihren Ahnen bringen. Wie machst du das jetzt nicht? Helfen. Okay, will er halt nicht. Gut. Dann nicht. Dann ist auch gut. Dann möchte er das nicht. Verweichlicht der Snap. So. Okay. Gut. Mach ich mal Runde beenden, wa? Und diesmal beende ich die Folge dann wirklich, sonst wird die Folge einfach zu lang und zu groß und dann schimpft ihr mich wieder. Und das möchte ich doch nicht. Es ist halt blöd da unten. Das sind so viele einzelne Völker und es dauert ganz schön lang, bis man die endgültig in die Knie gezwungen hat. Also er zieht sich dann auch clevererweise immer wieder zurück. Er versucht da nichts Dummes und lässt sich da richtig auf die Fresse hauen. Und so kommt eben eins zum anderen. Sehr schön. Redegewandt heißt... Was bringt mir das? Weiß ich nicht. Okay. Jetzt können wir unsere tolle Armee hier mal zum Einsatz bringen. Und das Ganze zeige ich euch aber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Don Firenze.